Freunde bei YouTube, hier ist wieder mal Atze168 von der Baustelle hier in Halle am Pöllberger Weg. Und heute geht's los. Heute setzen wir Einzeiler, Rinne im Beton. Ne? Auf geht's! Atze zeigt euch, wie man es am besten macht. Ne? So, zwischendurch nehme ich auch die Wasserwaage mal. Weil wir haben hier in der Straße Quergefälle drin. Das heißt, hier rennt die Straße fällt nach drüben. Drüben ist die Rinne, wie die Straßenabläufe. Was müssen wir da machen? Wir müssen die Steine aufkippeln, damit das Wasser hier schön ablaufen kann. Wie fährt man die Schwarzdecke in diesem Bereich? Natürlich am besten auf 0. Oder man kann auch einen leichten Überstand reinfahren von 1, 2, 3 mm. Ne? Am besten sind natürlich 3. Weil, was passiert, wenn man es bündig macht, man fährt die ganzen Rinnensteine kaputt. Das wollen wir nicht. Sonst müssen wir die ganzen Steine flicken. Oder auch die schwarzen Jungs hier, von der Schwarzsäcke natürlich, ne? Nicht falsch verstehen. Die müssen dann die Steine rausstellen. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, da die Schwarzsäcke ja schon drin ist, macht sich das natürlich richtig schlecht, ne? So, jetzt haben wir hier mittlerweile, weiß nicht, keine Ahnung, 7-8 Steine geklappt. Jetzt nehmen wir die große Wasserwaage nach. Und dann müssen wir noch ein bisschen ausgleichen hier. Unser Kameramann kann sich mal hier vorne hinstellen und kann mal schnell drauf filmen hier, dass man das auch sieht, dass es auch passend tut hier. Wir haben jetzt hier die Wasserwaagen liegen, alles schick, ne? So, Herr Kameramann, wir filmen das mal schnell nach unten jetzt hier, immer schön weiter filmen, ne? So, Atze sagt, ciao, ciao! Hau rein, Jungs! Bis morgen!